Hallihallo, da ist der Gusor wieder für heute, also heute wieder Montag, ihr seht es ja dann am Dienstag, aber seht ihr jetzt wieder ein paar epische Angriffe, die möchte ich euch nicht vorenthalten, aber vorher hoffe ich natürlich selber noch einen epischen Angriff zu machen. Erster Klick, WTF, Alter, erster, ich muss unbedingt den Lava-Hund da rauskriegen, weil mich das jetzt echt episch ankotzt. Ja, holen wir erstmal die CB, oh, was, CB leer, hätte ich nicht gedacht. Krass. Schade, King und Queen nicht dabei. Wie managen wir das jetzt hier am besten? Könnte das klappen? Ja, das könnte klappen. Bam. Gut, sehr schön. Ich meine, klar, die Riesen sind geflogen. Ja, jetzt bannen wir die halt mal. Und dann... Krass, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass der die CB nicht aktiv drinne hat, beschäftigt hat, wie auch immer. Das ist krass. So, jetzt gucken wir mal hier, was wir hier regeln können. Beziehungsweise, wir müssen mal langsam die Riesen langsam mal hier reinlassen. Die sind sonst nämlich ziemlich sauer und sagen, ey, wir wollen nicht mehr, wir gehen kaputt. So. Mauerbrecher sind alle. Mehr gibt es nicht. Okay, die Riesen gibt es jetzt auch nicht mehr, aber wir haben da und da jeweils ein bisschen was an Gold. Klar, da wartet natürlich der Magierturm dahinter gleich und sagt, hey, ich möchte, aber wir haben uns ein bisschen was Gold gezogen. Ja, wie gesagt, da fehlen jetzt halt wirklich die 30 Truppen. Einfach mal 30 Truppen, die man hätte noch ausbilden können, aber der Lavahund sitzt halt da und ich will den nicht einfach irgendwie wegdrücken. Das ist es mir einfach irgendwie nicht wert. Dafür war er einfach zu wertvoll, beziehungsweise Hondo kann damit ja auch was anfangen. Das ist natürlich jetzt echt low, aber so ist das Leben. Gucken wir mal, ein Noob gucken wir uns auch gleich mal an. Sorry, ja, jetzt würde ich natürlich, ja, ach komm, ich hau noch eine Hexe raus. Kein Thema, aber erstmal gehe ich ja jetzt eh... in den anderen Clan rein. Wenn er dann... Ich muss erstmal überhaupt gucken, ob er denn überhaupt voll ist. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, meiner Frau das Handy mal kurz abzuziehen und den Clan leer zu machen, weil dann hätte ich nämlich Mario schon eingeladen. Dann hätte Mario das klären können für uns hier. Dann wäre das nämlich immer gut gegangen. Dann kümmert sich einer um den Clan. So, was hatten wir hier? So, war hier noch irgendwas? Ein Noob. Gucken wir mal ein Noob an. Ja, klar, wird hier natürlich probiert haben, megamäßig abzugehen. Und wenn ich die Truppen schon sehe, kann er es nicht schaffen. Er kann es nicht schaffen, egal was er macht, er kann es nicht schaffen. Und jetzt sogar noch gute Riesen in der CB gewesen. Klar. Zumal... Es war jetzt eh nicht so viel zu holen, sonst hätte ich nämlich gesagt, hm. Aber klar, da... gewinnst du haushoch. Logisch. 4 Minenwerfer. Ein Magierturm, okay, das ist relativ wenig, aber wirklich alles da. Ja, ja genau, blitzt doch noch das Rathaus. Ich meine, ich habe es ja auch schon mal probiert, aber da war die Prozentanzeige des Rathauses dann doch noch kurz davor wirklich geknackt zu werden. Ja, da hat der... Verteidiger wirklich vollkommen recht, das war ein Noob, Mike. So, jetzt gucke ich mal, wie es aussieht hier mit Clan suchen. Gusor. Und zwar Gusor Videos. Da, der ist schon mal, es ist schon mal Platz, sehr gut. Dann gehe ich jetzt nämlich gleich wechseln. Ihr guckt gleich wieder weg. Bis gleich. Ich hatte es ja im letzten schon einmal erwähnt mit dem einen... der angefragt hatte auf Level 45, der schon den King hatte. Es gab einen Erfolg, der freigeschaltet wurde. Ja, 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 das ist uns aber egal. So. Und der war natürlich schon richtig weit. Ich bin natürlich jetzt auch so ein bisschen am Kleckern und Klotzen, wie auch immer. Und probiere hier halt mir meinen Barbarenkönig zu erschleichen. Ihr seht, ein Bauarbeiter hat nichts mehr zu tun. Der muss natürlich dann wieder was zu tun kriegen, logischerweise.
Ich guck gerade mal, was ich noch. Die Magiertürme sind noch zu teuer. Die würden. Ach ja, stimmt. Ha, da habe ich den schon auf 4. Ja, klar, der ist heute fertig geworden. Ich denke mir, hä, den? Weil der war eigentlich bei 720. Ja, der war bei 720. Ja, der war bei 1,28 Mille. Und dann, der muss auf jeden Fall noch gehen. Jetzt gucke ich mal, jetzt kann ich ja mittlerweile echt schon richtig geile Truppen abgreifen. Ihr seht es ja auch. Ziemlich edel, ziemlich edel. Ja, dann hauen wir da auch gleich nochmal einen Angriff raus, weil ich bin ja jetzt eh kurzzeitig zumindest online und könnte noch einen zweiten Angriff danach hin ransetzen. Mal schauen. Pokémäßig will ich aber nicht zu weit runter. Das ist schon in Ordnung so. Aber wenn ich natürlich jetzt einen 200k-Raid kriege, dann sage ich auch, who cares? Nehme ich mit. 200k. Kleinen Moment, das ist aber das in Anführungsstrichen kleine Goldlager. Aber das würde ich bekommen. Auf jeden Fall würde ich das bekommen. Das würde ich nicht unbedingt auf jeden Fall bekommen. Aber jetzt ist die Frage, ob ich eventuell gar nicht den Minenwerfer blitzen muss, weil meine Goblins ja schnell genug sind. Das ist nicht sein Ernst. Das war jetzt nicht sein Ernst. Das ist doch Kinderkeke. Hätte ich mich ja verarscht gefühlt, wenn ich da den Minenwerfer geblitzt hätte. So, hat er hier was? So, hauen wir hier mal kurz weg alles. So, hat er. Hier, guckt euch das mal an. Da hat er mir sogar noch einen Gefallen getan. Also, erstmal gucke ich natürlich, was hier. Vielleicht kann meine Sache hier die CBE komplett ausschalten. Wenn das nicht der Fall ist, tut er mir mit dieser Bauhütte doch einfach nur einen Gefallen. Ich habe einen Punkt, an dem ich spawnen kann und hier loslegen kann. So, jetzt zusätzlich noch schnell. Da, genau. So ist das fein. Hier schön noch den Minenwerfer ausgeschaltet. Und dann will ich da noch hin. Das wäre so mein Ziel des Tages. Mal gucken, ob das Tagesziel erreicht werden kann. Yay. Gucken wir. Komm. Mach ihn platt. Ich hätte noch eine CB. Ja, ich habe noch die CB und die nehme ich jetzt. Da habe ich nämlich noch die Loons drinne und die Loons werden von der Luftabwehr nicht gekillt. Und dann, weil ich will jetzt nicht einfach so easy die Kobis in den Tod schicken gegen den Magierturm. Ich warte sogar noch. Nee, ich warte nicht mehr. Ich warte nicht mehr. Halten die Kobis aus, weiß ich ganz genau. Herzlichen Glückwunsch! Ba-bam! Da ist er. Achso, ja, ich verliere. Oh, egal. Zeig mir mal den, der es interessiert. Das ist mir sowas von Banane. Ja, 250k läuft halt. Läuft halt und da sieht man wieder, die CB-Truppen sind es halt einfach, die wirklich besonders im unteren Bereich richtig über alles entscheiden. Und jetzt finde ich das natürlich ziemlich geil. Ich habe ziemlich viel vom Gold gezogen und habe nicht mal Alex ausgegeben für die Blitze. Das ist geil. So. Ich gehe gleich wieder raus aus dem Clan. Jetzt muss ich muss mal kurz meine Gedanken so ein bisschen sammeln. Die Kanone ist gerade im Bau. Dann wäre es eher unschön, hier noch eine andere Kanone zu upgraden. Oder die hier. Da bin ich noch nicht, längst noch nicht in dem Bereich. Oder noch ein paar Mauern. Danke. Ah, was mache ich? Oh, ich bin gerade echt so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ich mache einen Bogiturm. Ich mache konkrete Bogiturm auf. Oh! Hab ich nicht gesehen, ey.
Hab ich nicht gesehen. Aber dann würde ich ja fast mal sagen, dann tendiere ich natürlich zu einem Siemer, den ich gleich auf 8 mache. Und den mache ich dann nochmal, wenn ich wenig Kohle habe. Weil Geld rumliegen lassen wollen wir ja auch nicht. Bin erstmal raus in Kursor-Videos. So, dann gehen wir hier einmal raus. Ja, ihr seht es halt eben wieder, wie ich es immer. Ja, ich gründe erstmal einen Clan, genau. Wie ich es immer sage, wirklich, warum bin ich so gut gelaunt? Weil ihr mich halt eben auch immer nur 2 Tage in der Woche seht und halt wirklich das ganz, ganz Wichtige. Immer nur, wenn ich halt Bock habe. Ich meine, geiler Scheiß ist natürlich, dass ich wirklich zu den Zeiten immer Bock habe drauf, klar. Aber wirklich, wenn ich dann da sitzen würde, Mann, Alter, fickt euch doch alle, es ist alles total scheiße und ich habe keinen Bock und Videos sind eh total kacke und wie auch immer. Ja, dann braucht man sich halt eben nicht darüber wundern, dass einfach das nicht ankommt und dass das keinen Spaß macht. Und das ist einfach mal ein mega fetter Raid und ich muss leider etwas lauter werden. Entschuldigung, wenn mich meine Mitbewohner jetzt eventuell nerven können, beziehungsweise jetzt genervt wären, aber sowas ist doch einfach mal Zucker, oder? Der Jan aus Kampfseelen hat es einfach mal drauf und einfach mal. Ja, wir werden gleich sehen, ob er es denn drauf hat. Dann gucken wir uns erstmal seine Troops an. Das sieht schon nice aus. Also ist auf jeden Fall Rathaus 9. Und gucken wir mal, was er zieht. Wie gesagt, ihr seht es wieder, ihr seid wieder live dabei bei dem Gusor, der da ein bisschen abgeht. Der Gegner hat schon mal eine ziemliche What the fuck Base und sie ist leicht hochgerusht, ganz leicht nur. Es ist eigentlich hier so ein ganz kleines bisschen. Und ja, was braucht man? Was braucht man? Man braucht hier Alex und Gold. Dunkles. Oh, es ist schwierig, weil die Truppen, ich meine, klar, wir haben 5 Mauerbrecher am. Ach, komm, ich will nicht philosophieren, ich will sehen. Das hätte ich nicht gemacht. Du hast jetzt nur mal kurz, ganz kurz unterbrechen. Es wurden jetzt 2 Mauerbrecher, also du bist reingekommen, einwandfrei, cool. Aber die hast du gerade für 2 Goldminen gewastet. Nee, ich hätte die, wenn dann hier so reingeschickt. Aber wir gucken weiter, wir gucken weiter. So. Ja klar, da darf man nicht vergessen, hier ist die Queen halt. Die Queen macht halt Damage, wa? Bin ich jetzt echt gespannt. Pillemann, yeah. Ihr seht, wie ihr sagt, also ich bin gut drauf. Aber warum wird hier nicht vorher erst dieser Min, zumindest dieser kleine Minenwerfer erstmal ausgeschaltet? Weil es gibt ja sogar noch dieses Alex zu ziehen. Aber okay, wir werden sehen. Auf jeden Fall momentan, es hat sich schon mal gelohnt, es ist schon mal ein geiles Ding, klar. Ah, die Base ist auch wirklich hier das Labor drinne. Alter, der Junge, der hat's echt nicht so. Uff, Tash. So, jetzt muss der King rein. Genau, der King geht rein, dann wird's auch noch was mit dem Gold und mit dem Alex und mit dem Dunklen und dann sind alle zufrieden. Und der King immerhin schon auf 11. Ich meine, er hat halt seine Fähigkeit, die er jetzt ausspielt. Ja, genau. Und dann können die Bogis schön nebenbei noch schön rumballern. King geht down. Der andere King lebt noch. Jetzt ist der King down. Geiler Shit. Und jetzt eventuell außerhalb der Range vom Magierturm. Ah, nee, nicht ganz. Schade. Aber cool. Ja, sehr geil. Das ist doch gut geworden. Jetzt stelle ich mir halt natürlich die Frage, man hätte noch blitzen können. Und man hätte noch richtig blitzen können hier. Dann wäre noch mehr gegangen. Aber gut.
Ist Heulen auf einem hohen Niveau, muss nicht sein, muss auf keinen Fall sein, ist auf jeden Fall gut gewesen, klar. War echt eine geile Scheiße. Junge, du hast es gerissen. Du hast mein Respekt. Jan. The Big Kings hat eine Verteidigung gehabt und ist total down gegangen. Da stellt sich mir natürlich wirklich die Frage, warum muss man die sehen? Ist da was Besonderes? Hat sich da ein Barbarenkönig ausgezogen? Zum Beispiel. Obwohl mir das ja eher dann so interessant vorkommen würde, wenn es die Queen gewesen wäre. Das war einfach nur, okay, ich bin halt down. Aber wäre halt cool, wenn sich die Queen ausziehen würde. Habt ihr jetzt nicht gehört? Wir wollen ja hier jugendfrei hier. Na, ihr wisst ja selber hier. Ziemlich geil und es wären sogar noch 50%. Da dürfen wir sagen, clap your hands like this. Geil. So, Sarah, gut gemacht. Ich glaube. Kleinen Moment, kleinen Moment. Der Gusua guckt kurz. Ich habe einen Screenshot. Und zwar sollte ich noch eine Sarah checken. Das weiß ich noch. Bin ich der Meinung, dass es eine Sarah war? Gucken mal kurz. Oh, ich habe so extremst viel Zeug. Nee, Game-Name ist anders. Nee, okay, sorry, dann war es das nicht. Weil das kommt noch. Also, Sarah, du wirst auch noch gecheckt. Ist auch schon noch ein bisschen hin. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. So, hatten wir Sarah jetzt schon angeschaut? Sarah hat man schon mit ihrem Raid. Ich hoffe, die Facecam ist jetzt wieder besser zu sehen. Ich habe sie jetzt gerade noch mal heller gemacht, also die Einstellungen. Ist schwer zu bekommen. Na, was heißt schwer zu bekommen, kannst du auch nicht sagen. Ja, da das Zeug herumzuliegen. Man braucht sich ja nur auf die rechte Seite konzentrieren. Und dann ist das schon eigentlich ziemlich easy. Genau. Und hier noch. Genau, vollkommen richtig. So, ein bisschen Ablenkung geschafft mit dem King. Und dann hier, genau, weggeschnibbelt, fertig. Dann sogar noch das Dunkle mitgenommen, sehr gut. Da gibt es einen Daumen nach oben für. Ja, 50% noch gemacht. Easy run. Deine Mutter hat 1 Million gezogen, Junge. Ah, sehr geil. Also auf jeden Fall ein aktiver, klar, weil Lager sind halt auch noch voll, aber wir haben es ja auch gesehen, selbst Expos laufen noch und so weiter und so fort. Also hier muss man sich natürlich dann warm anziehen, um wirklich was zu ziehen. Klar, Minen und Sammler sind voll, aber man will ja dann, denke ich mal, wisst ihr selber, der Mensch ist ja von Grund auf gierig, will dann jemand natürlich dann noch mehr ziehen, ganz klar. Also sprich im Bereich hier sogar noch was Alex aus den Lagern, aber obwohl, wir haben noch King und Queen, wenn du es richtig anstellst. So unglaublich wäre das nicht. Konzentrieren wir uns mal hier auf den unteren Bereich. King da. Hast dich dann halt auf. Ja. Genau, hier noch, genau, richtig. Die hätte man auch noch gekonnt, theoretisch. Aber das war schon ziemlich nice. Da wird noch das Town Hall gesniped. Und dann eventuell wirklich noch hier. Wir haben noch viermal Blitz. Oder dreimal, wie auch immer. Also, das passte. Das war.
Oke. Auf jeden Fall. Geiles Ding. Gerade am Anfang. Geht noch. Gucken wir mal, ob das noch geht. Na, der Rage passt halt nicht zu den Bogies. Also sage ich jetzt mal vorsichtig, in dem Fall nicht zu den Bogies. Heißt also, man hat effektiv keine Spells, die man nutzen könnte. King ist aber immerhin schon auf 6, das heißt, er kann geraged werden. Cooles Ding. Nicht mal den King benutzt und trotzdem 50%. Und dann insgesamt 500k. Nice. Auf jeden Fall. Oh, ich bin schon drüber. Ah, nicht. Nee, 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 nee. Ah, nee, nee. Dann muss ich erstmal stoppen machen. Ich wünsche euch was, sonst wird das Video wieder unsynchron. Reingehauen.